Wer günstige PSN-Karten, Xbox Live oder andere Games sucht, der kann gerne mal unten in der Beschreibung bei meinem neuen Partner Eneba vorbeischauen. Nutzt auch gerne den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Sehr, sehr geile Preise. Gerne abchecken. Danke an alle Freunde und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Gönnt euch. Heute reisen wir mal wieder in die Vergangenheit und ich kann euch sagen, es wird anders legendär. Und zwar haben wir den englischen Fußballclub Chelsea FC und was für Karten heute dabei sind. 8 Icons im Main Team, 9 insgesamt und lasst euch einfach überraschen, es wird heftig. Es wird wirklich heftig. Passend dazu natürlich gekleidet, Jungs. Die Daumen wäre natürlich wieder absolut legendär, so wie die Vergangenheit und vielleicht schaffen wir die 2222 Likes. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, bei jedem Einzelnen für eure Unterstützung, auch immer ja fürs Lob. Ja, Max, die Vergangenheit einfach deine krasseste Serie und deswegen könnt ihr natürlich auch gerne jetzt wieder in die Kommentare euren nächsten Verein schreiben. Es war ein Kopf-an-Kopf-Duell letztes Mal. Chelsea hat sich durchgesetzt, glaube ich, gegen Stuttgart. Das waren, glaube ich, nur 3 Likes, 4 Likes Unterschied. Der Kommentar mit dem meisten Daumen gewinnt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mit den Legends, die es leider nicht mehr in FIFA gibt, die aber bei Chelsea eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben. Ja, Freunde, und bevor wir mit dem Video starten, möchte ich euch noch meinen neuen Partner Eneba vorstellen. Es ist eine Internetseite, wo ihr richtig günstige Game Keys kaufen könnt, Spiele und was weiß ich, also für wirklich einen sehr, sehr guten Preis. Was zum Beispiel auch richtig krass ist, sind hier die PSN-Karten. Da kostet zum Beispiel eine 100€ PSN-Karte 85 Euro. Da könnt ihr auf jeden Fall mal durchgucken. Ihr werdet, denke ich, da was Geiles finden, was ihr, sage ich mal, braucht an Games oder halt natürlich auch an Game Keys. Kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es natürlich auch gerne rein. Benutzt auch gerne den 3% Discount-Code REALFIFA und unten in der Beschreibung findet ihr alle Links und natürlich auch Infos. Hier zum Beispiel gibt es dann auch wirklich die verschiedensten Kategorien, wonach ihr dann, sage ich mal, suchen könnt. Spieler auch unter 10 Euro und was auch immer. Also da ist auf jeden Fall, denke ich, für jeden was dabei. Und die Preise sind auf jeden Fall günstiger als bei den Konkurrenten. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall auch froh, hier jetzt Eneba als Partner zu haben. Jetzt geht es aber auch mal weiter mit dem Video. Let's go. Die leider keine FIFA-Karte haben und da gibt es zum einen Arjen Robben, der ja jetzt noch keine Icon bekommt, aber wenn er eine Icon bekommen sollte, ich denke, die wird auf jeden Fall krass werden. Dann gibt es George Weah, ebenfalls leider nicht mehr als Icon dabei, galt auch als einer der besten afrikanischen Fußballer. Dann haben wir Ashley Cole und Joe Cole und nicht nur das, nein, die wohl mitgrößte Innenverteidiger-Legende von Chelsea, John Terry, Kapitän und was weiß ich gewesen, der wäre auch Zucker, wenn er, denke ich mal, hier eine Icon irgendwann bekommen würde. Des Weiteren auch ein Fernando Torres natürlich. Galt aber eher als Liverpool-Legende. Trotzdem kann man den, denke ich, erwähnen bei Chelsea auf jeden Fall. Di Matteo, denke ich, auch noch hier für den einen oder anderen erwähnenswert. Und jetzt zum Schluss haben wir noch die Keeper-Legende Petr Čech, Helmpeter. Ja, Freunde, Petr Čech, boah, krass. Was der, sage ich mal, auch dann damals Champions League-Sieg gegen Bayern und so weiter gerissen hat. Dann noch zu Arsenal gewechselt am Ende. Aber Petr Čech auf jeden Fall auch Kult. Das sind die Spieler. Es gibt heute so viele. Haut gerne mal in die Kommentare, welchen aktiven Chelsea-Spieler feiert ihr am meisten und welchen aus der Vergangenheit. Das kennt ihr. Bin ich gespannt, wen ihr da so am meisten gefeiert habt und was denkt ihr, wer von diesen Spielern, die wir gerade erwähnt haben, wird eine Icon bekommen. Wahrscheinlich Save Torres, Robben. Wahrscheinlich irgendwie alle irgendwann. Haben sie auf jeden Fall verdient, auch ein Tschech. Und ja, wir starten hier mit der Auswechselbank, mit dem ersten Mo Salah. Also Chelsea, sehr, sehr viele Spieler, richtig geil ausgebildet, aber auch sehr, sehr viele Spieler immer wieder verliehen. Mo Salah, bestes Beispiel, konnte sich bei Chelsea nie richtig durchsetzen. Dann ist er zu Rom gegangen, da wurde er dann, sage ich mal, richtig gut. Und bei Liverpool ist er durch die Decke geschossen. Genauso wie ein KDB, Kevin De Bruyne, muss man auch einfach glasklar sagen, ein richtig krasser Spieler geworden. Bei Werder, Wolfsburg, da ist er dann, sage ich mal, richtig erfolgreich gewesen. Chelsea, das ein oder andere Talent, sage ich mal, haben sie nicht ganz entdeckt. Deswegen auch De Bruyne eher hier auf der Auswechselbank, weil er natürlich nicht so wirklich viele Spiele bei Chelsea gespielt hat. Romelu Lukaku, auch von Manchester United dann ja, von Chelsea zu Everton und dann zu Manchester United gegangen. Richtiges Biest. Higuain, Gonzalo Higuain ist letzte Saison da für, glaube ich, ein Jahr gewesen. Hat jetzt nicht die größte Rolle gespielt. Ein Oscar war aber doch
dann schon wieder ein etwas interessanterer Spieler, sage ich mal, für die Chelsea-Fans unter euch. Haut mal raus, wer von euch feiert Chelsea somit am meisten? Cesc Fabregas, nicht nur bei Arsenal gewesen, nein, auch bei Chelsea ein richtiges Biest. Kalou, Salomon Kalou, für viele vielleicht von den Hertha-Fans auch noch bekannt. Ja, natürlich war Salomon Kalou hier auch bei Chelsea ganz früher in seinen jungen Jahren. Und auch ein Gary Cahill, der neben John Terry in der IV stand. Ja, Gary Cahill auch Legende, genauso hier. Der Andy Schürrle, Freunde. Schürrle ist am Start. Und da war, sag ich mal, noch so seine Hype-Zeit. Da lief es noch richtig gut. Jetzt, klar, er wird auch ein bisschen älter. Ist er hier bei Moskau. Und der wird wahrscheinlich auch nicht verlängert, der Vertrag. Und dann haben wir hier noch einen wirklichen Oldie. Ja, Claudio Pizarro. Wow. Wow, wow, muss man natürlich auch erwähnen, nicht nur Bayern-Legende, nicht nur Werder-Legende, auch bei Chelsea hat er sein Unwesen getrieben und dann auch hier noch, vielleicht kennt der ein oder andere ihn noch, John Obi Mikel, jetzt in der türkischen Liga bei Trabzonspor und auch wirklich eine Chelsea-Ikone. Und dann haben wir noch eine wirkliche Icon und zwar Andy Shevchenko. Seine Karte passt nicht in das Main-Team und das heißt schon einiges. Das Team wird heute gewaltig werden. Wenn der Shevchenko es nicht geschafft hat, ins Main-Team zu kommen, dann wird es jetzt gleich wirklich krass. Und das kann ich euch wirklich versprechen. Dieses Team hat es in sich. Das ist die Auswechselbank. Sieht gewaltig aus. Und jetzt starten wir mit dem Keeper. Eigentlicher Petr Cech. Im Tor haben wir Thibaut Courtois, der Belgier. Oha, und jetzt bei Real Madrid. Also nicht nur ein Petr Cech wäre eine Legende, nein, auch ein Courtois. Hat lange Zeit, wirklich eine lange Zeit und sehr, sehr gut bei Chelsea gespielt. Ja, muss man einfach sagen. Und jetzt ist er bei Real Madrid, war ja auch bei Atletico. Viele werden sich auf jeden Fall erinnern. Boah, Jungs, das Team wird so gut, ne? Wir machen einfach direkt weiter. Und da haben wir den ersten. Das ist eigentlich ein ZDM, der wird jetzt ein IV spielen. Primeikin, Michael Ballack. Oh, ho, ho. Jetzt geht's aber schon wirklich los. 4 Jahre Chelsea, 169 Einsätze, 25 Tore. Und da war er halt einfach so gesehen der, der Mittelfeldmotor. Muss man sagen, konnte alles. Was für eine Schusskraft. Muss man auf jeden Fall hier natürlich spielen. Und weil wir halt wirklich so viele Icons und Legenden haben, muss er hier heute als IV ausweichen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Und ja, dann machen wir gleich weiter. Der ist genauso wie Petr Cech zu Arsenal gewechselt. Ja, diese Saison. Klare Sache, es handelt sich hierbei um den Tingeltangel David Luiz. Flashback-Karte hier. Und er ist ja auch schon wirklich eine Flashback-Karte sozusagen, eine Legende. Und nicht nur bei PSG, nein, auch bei Chelsea. Ich glaube, insgesamt 6 Jahre hat er da gespielt. Und er, ja, seine Freistöße, ne? Könnt ihr euch bestens angucken. Der hatte halt wirklich, oder hat halt wirklich eine enorme Schusskraft. Und jetzt bei Chelsea, bei Arsenal, sage ich mal, klar, versucht er jetzt seine Karriere zu beenden. Ist aber eigentlich auch eine wirkliche Chelsea-Legende. Und jetzt brauchen wir noch einen, der wirklich auch, ey Freunde, das hört nicht auf, ne? Der hier auch wirklich alles zerstört. Marcel Desailly, Icon Nummer 2. Das ist die Innenverteidigung. Chelsea haut hier heute das krasseste Vergangenheitsteam raus. Ja, Desailly, 6 Jahre Chelsea, 222 Einsätze und galt halt auch wirklich als einer der besten französischen Innenverteidiger. 11 Jahre auch in der Nationalmannschaft gespielt. Holy shit. David Luiz, Desailly, Ballack. Was geht da noch? Da geht noch einiges. Wir machen weiter mit dem rechten Mittelfeld. Claude Makélélé ist am Start. Makélélé ist auch hier dabei. Im rechten Mittelfeld diesmal. Hat perfekt von der Chemie her gefruchtet, gepasst. Wir hätten ihn jetzt auch als ZDM-Karte kaufen können, aber dann hätte das Team noch weniger Chemie gehabt. Dachte mir so, komm, der Makélélé, wenn er schon eine RM-Karte hat und 5 Jahre auch bei Chelsea gespielt hat und 13 Jahre in der Nationalmannschaft, dann muss er hier natürlich auch rein. Claude Makélélé, einfach krass. Wirklich auch so eine krasse Karte. Und ja, dann machen wir gleich direkt weiter mit dem zweiten Sechser hier. Das hört einfach nicht auf mit den Icons. Michael Essien ist der nächste. Und hier haben wir seine Mid-Icon 87 rated. Ey, Freunde, Chelsea, ja, bei denen lief krass, 7 Jahre
Und er ist hier auch einer als der besten, ja, denke ich, afrikanischen Mittelfeldspieler. 12 Jahre bei Ghana gewesen und natürlich auch wirklich ein Kultspieler gewesen. Wenn du Chelsea hörst, dann denkst du direkt natürlich auch an Essien, muss man einfach sagen. Und jetzt kommen wir zum ZOM. Es ist heute ein bisschen, ja, ein kleiner Ausweicher. Tut mir leid, aber bei wirklich 8-9 Icons müsst ihr mir verzeihen, dass es nicht eine Prime-Icon oder so von ihm geworden ist. Einer der wohl krassesten Spieler überhaupt, Ruud Gullit. Und hier habe ich schon gesagt, ja, seine Prime-Icon und so, die ist da auch bei mir, sage ich mal, in meinem Coins-Budget leider nicht drin. Und deswegen müssen wir seine Baby-Icon nehmen, Ruud Gullit, Freunde. Irgendwann, wenn mal wieder Icon-SPCs kommen, ja, dann wäre natürlich auch die Prime-Icon wieder dabei. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Natürlich, Jungs, natürlich muss ein Gullit hier dabei sein. Er hat auch nur, sage ich mal, seine Karriere beendet mit 32 Spielen. Deswegen passt vielleicht auch seine Baby-Icon, denn das war so gesehen, ja, seine Abschlusssaison, da war er dann halt auch nicht mehr so krass. Bei AC hat er halt wirklich den Höhepunkt des Jahrhunderts. Und wenn ihr euch das Ganze hier auch nochmal anguckt in der Story, er war dann sogar zum Abschluss Spielertrainer bei Chelsea. Und alleine das muss man wirklich hier in Ehren halten. Und 1997 führte Gullit als Trainer und als Spieler den FC Chelsea dann zum FA Cup Sieg. Sehr interessant. Jetzt machen wir weiter hier mit einem wirklichen Spieler, der auch komischerweise hier schon als Manager dabei ist. Und es ist auch mit hier die größte Legende, würde ich sagen. Frank Lampard, 90 Rated Prime Icon hier heute. Er coacht sich selber. Er war heute auch sozusagen den Spielertrainer. Und Frank Lampard hat man wirklich, also hier als absolute Chelsea-Legende natürlich im Kopf. 13 Jahre lang. 13 Jahre lang geführt sein ganzes Leben und dann noch 6 Jahre West Ham, muss man dazu sagen, und ein kleines Ausweichjahr bei City. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich die Zeit, wo er halt am erfolgreichsten war, beim FC Chelsea, und hat natürlich auch die Champions League gewonnen mit Chelsea und was auch immer, wirklich krass. Er galt, wie gesagt, als einer der komplettesten englischen Mittelfeldspieler, auch weltweit. Ja, da haben wir den nächsten Superstar, denn der war auch vor kurzem noch bei Chelsea, und zwar letztes Jahr. Jetzt ist er aber bei Real Madrid und da hat er ab und zu mal mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Team of the Year Nominee Eden Hazard. Eden schmeckt jedem, ihr wisst Bescheid, wo es hier hinausläuft, und Chelsea hat wirklich, also wirklich mit das krasseste Vergangenheitsteam, so würde ich einfach unterschreiben. Guckt euch diese Spieler an. Und ja, Eden Hazard, auch der beste Spieler der Premier League gewesen, muss man ja sagen, unter Chelsea. Dann auch die Meisterschaft gewonnen, die Premier League. Da war er wirklich auch eine Schlüsselfigur. Und deswegen muss natürlich auch ein Eden Hazard hier ins Team. Aber das war noch nicht alles. Nein, wir gehen jetzt weiter zu den beiden letzten Spielern. Und starten mit dem ersten Stürmer hier. Prime Icon Gianfranco Zola, der nächste Kult. Spieler, italienischer Nationalspieler natürlich auch gewesen. Ey, ich komme nicht klar, ne? Dieses Team, da fehlen mir wirklich die Worte. 7 Jahre Chelsea, war sozusagen auch mit einer der wichtigsten Spieler damals, für den Premier League Club. Über 300 Spiele gespielt und auch im Finale gegen Stuttgart konnte er, ja, sage ich mal, den UEFA-Pokal dann für Chelsea sichern, FA Cup Sieg. Ich achte mal halt darauf, wer mehr Einsätze bei diesem Verein dann halt hatte. Und da muss dann ein Zola natürlich über Shevchenko gehen. Ich denke, ihr könnt das verstehen. Und deswegen ist halt auch hier ein Kevin De Bruyne oder auch ein Mo Salah nicht dabei, weil die eher, ja, noch für andere Vereine wichtig waren. Und jetzt kommen wir zum letzten Spieler, der das ganze Chelsea-Team komplettiert und wirklich nochmal anders sexy aussehen lässt. Die nächste Prime-Icon, und zwar Didier Drogba, ist da, 91 rated. Und das ist das Chelsea-Vergangenheitsteam. Und wenn ihr mich fragt, es sieht wirklich verdammt gut aus. Und auch ein Didier Drogba, der natürlich nicht nur bei Chelsea gespielt hat, aber 8 Jahre lang. Das sticht natürlich um einiges heraus.
muss hier rein. 341 Einsätze, 157 Tore und natürlich auch bei Galatasaray gewesen. Dann bei OM, also bei Marseille. Lest euch gerne auch die Story durch. Er war damals, sage ich mal, 2004 mit 24 Millionen Pfund hier der Rekordtransfer, sage ich mal, mit der Vereinsrekordablöse. Und ja, Trainer war damals auch noch José Mourinho. Das ist das Team. Und mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, wenn es euch gefallen hat. Alleine für dieses Team. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Ich denke, da kann man sagen, es ist wirklich ein absolut krasses Team. Abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Vergangenheitsvideo mehr. Schreibt gerne rein, welchen Verein ihr als nächstes sehen möchtet. Und ich bin absolut in Erinnerung, wirklich Chelsea, immer auch einer meiner Favorite Clubs in der Premier League gewesen. Damit werden wir jetzt zocken. Let's go. Ich bin gespannt, was hier so geht. Dann wollen wir doch mal. Gegner ist gefunden. Online Einzelspiel natürlich hier mit dem Chelsea-Trikot. Alle nochmal im Chelsea-Trikot zu sehen. Da geht einem wirklich das Herz auf. Er versucht einfach durchzulaufen. Alles klar. Vom Eden. Mit Gianfranco Zola. Auf Eden Hazard. Schöner Dribbling, wollte ich schon sagen. Schönes Dribbling. 1-0. Juckt ihn gar nicht. Eden Hazard. Zack. Schöne Flanke und Drogba. Komm, Drogba, hau ihn mal rauf da. Pff, einfach mal raufgefetzt das Ding. Und da ist das Tor. 2-0. So muss das und sieht echt geil aus im Chelsea-Trikot. So, komm. Zola. Mit Drogba. Zola. Das ist auch eine Maschine, ne? Der Typ ist auch so gut. Schön. Drogba. Schnubbel ihn rüber, Digga. Ui, ganz böse. Richtig rüber gelupft das Ding. Boah, Makelele auch, Maschineneinsatz. Und jetzt kommen wir mal hier mit Ruud Gullit dran. Und der hat einen Strahl und schießt gegen Pfosten und schießt daneben. Was? Hä? Elfmeter? Junge, der Gegner weiß auch nicht, was er macht, ey. Komm, Frankie Frank. Macht ihn ganz easy rein. So muss das. Zola, schön gepasst auf Gullit. Und der Abschluss sitzt. Und das ist halt einfach nur Weltklasse. Ja, schön Essien. Essien will auch nochmal. Ich sehe es doch. Essien will auch. Machen wir jetzt einen Run mit Essien. Ah, guck mal, er zittert. Der Gegner zittert. Essien, Digga, Drogba wahrscheinlich, Junge. Und was für ein Run von Essien hätte er sich verdient. Das Tor, ja, wahrscheinlich Pogba, Max, genau. Und dann ist das Ganze vorbei. Ja, das Ding ist halt immer, bei Einzelspieler sind die Gegner leider nicht so gut. Und wenn wir Division Rivals spielen würden in Liga 1, dann sind die Gegner wieder zu gut, so. Da gibt es leider nicht mehr diese Turniere oder so, wo man dann easy mal das Vergangenheitsteam testen kann. Aber ich denke, so ist es auch in Ordnung. Es sei denn, ihr habt noch irgendwie andere Vorschläge. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin einfach fasziniert von diesem Vergangenheitsteam. Ich hoffe, euch ging das genauso. Ihr konntet einen kleinen Einblick in die Vergangenheit von Chelsea machen und es hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich, wie gesagt, ihr wisst es selber, über eine Bewertung freuen und schreibt gerne in die Kommentare, welchen Verein ihr als nächstes sehen möchtet. Checkt auch gerne noch meine letzte Episode von AS Monaco ab. Die Vergangenheit, da waren unter anderem Thierry Henry, Mbappé und Co. dabei. Und ja, natürlich auch gerne meine Playlist, falls ihr, sage ich mal, auch noch andere Mannschaften sehen möchtet. Wir haben natürlich schon genug Episoden, wie gesagt, seit FIFA 13. Und dann bin ich jetzt auch mal leise. Es hat mega Bock gemacht, geiles Team. Und ja, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal.